Moin, so Leute, das ist Let's Play Deponia Doomsday. Ja, ich habe ein kleines Problem. Die letzte Aufnahme wurde wohl nicht genommen. So. Okay, das Vieh wird weggenommen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich brauche meine ganzen Datasetten. Mist. Da kann ich schon mal ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich ein bisschen. Halt, Moment, ich muss zurück. Kann ich mal zurück? Zurück. Hallo. Zack. Ja, die Aufnahme wurde nicht wirklich genommen. Ich habe halt nur so Fragmente ohne Ton, was ein bisschen beschissen ist. Diese Datasetten habe ich insofern hergestellt bekommen, dass ich. So, Schnauze. Diese Fälle, die ich im letzten Part bekommen habe, die habe ich oben beim Bordcomputer, ne, hier Computerkern, eingescannt. Hier vorne ist ein Scanner. Moment, hier ist ein Scanner. Da packe ich die alle rein, alles was ich habe. Einige erkennt er, andere nicht. Dadurch habe ich halt Datasetten erreicht. In dieser Chillout-Zone ist ja so eine Maschine. Hier kann ich ja mixen. Ja, dieser Wolpertinger Generator. Und das habe ich soweit gemacht, bis auf eine kleine Sache. Der sollte soweit eigentlich okay sein. Ich mache mal hier den Clown. Und einmal das Vieh. Hallo? Darf ich das jetzt hier? Genau. Ich habe hier schon einige Körperteile von Menschen drauf. Weil ich möchte einen Masseur haben. Und. Ach, Moment, das ist der falsche. Sorry, kann ich tauschen? Ich kann das Fell switchen, das ist dieses untere Ding. Ich kann die Größe ändern, das Fell, der Gesichtszustand und halt die Hände. Und das mache ich mal eben. So, das sollte dann hoffentlich okay sein. Weil ich brauche einen Entertainer-Clown, ich brauche ein super süßes Kuscheltier. Kann ich hier raus? Danke. Und halt ein klasse Masseur. So, hoffen wir mal, dass er sagt, jo, das ist okay. Da das Vieh jetzt halt verfallen hat. Ups, das ist das Falsche. Das wollte ich nicht. Oh, ein Stein? Nee. Das wird jetzt eingestampft. Ums, ja. Sollte auch auf die Datasetten gucken. Oh oh. Hä? Jetzt muss ich selber überlegen. Oh, war das nicht das Richtige? Moment. Ich habe doch die hier genommen. So, man sollte sich auch merken, welche Datasette welches Vieh nun ist. So, wenn das jetzt passt. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Sehr es gut. Ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Sehr gut. Das ist gebongt. Ja, den Clown hätte ich eigentlich dann auch liegen lassen können. Der Clown müsste jetzt das Vieh sein, weil da habe ich ja meinen irre Klassenmasseur. Hoffe ich. Aber ansonsten bin ich mit Melatonin am Ende. Das war für mich hin und her mixen und überlegen und oh! Bravo! Ja. Ich wusste, der sich. Da ja. Habe ich noch. So. Jetzt back to business, Computer kehren. Boah, wenn das jetzt nicht ein klasse Masseur wird hier, ne, dann weiß ich auch nicht. Ja, normalerweise ist ja diese Roboterchen an den Hebel ziehen, Schalter, genau. Und nochmal die Chill-Out-Zone. Oh oh. Nanu, was ist denn hier passiert? Hallo? Oh. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Komisch, alle weg. Ja, kann ich jetzt da rein? Jemand zu Hause? Nein! Doch. Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein! Jo. Au, ist das eng! Und, so glitschig. Psst, jetzt,
Sie sind noch da draußen? Wer ist da draußen? Phiolox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das war mir auch. Ach, waren das nicht die Viecher in Rufus' Traum? Bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Mein Chronicle kommt. Draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ah! Ich wüsste einen Weg. Ah! Ach du. Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses... Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Das schaffen die Dicken doch eh nicht. Ach, die kommen da gar nicht rein. Kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Okay, kann ich das Gitter nicht... Kann ich die Kelle nehmen? Nee, so bekomme ich das nie auf. Kohle kann ich nehmen? Wasserkelle? Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Schweißperlen. Jo. Was tust du? Flutschig werden? Igitt. Ja, muss ich doch mal. Jo. Rück doch mal. Irgendwie, das geht bei mir gerade gar nicht gut. Komm ich jetzt an die Wasserkelle? Nee. Was soll das denn? Mir schubsen. Das Gitter geht auch nicht. In das Menü komme ich auch nicht. Kriege ich meine ganzen Points? Ah. Schlechte Idee. Okay. Ober. Oh nein. Ach so, ich muss mich. Oh. Hübschiger geht nicht. Jetzt soll ich da... Geil. Jetzt ist Gitter. Was soll das denn? Soll ich da wieder hier reinpacken? Ja, auf die Ältesten kann ich jetzt aber schlecht werfen, oder? Oh. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Geil. Nun, das war keine. Abfahrt. Danke, aber meine... Ah, das Armband kann ich auch benutzen. Mit der Kelle. Zu weit! Zu weit! Hey, findest du das lustig? Ja. Ah. Jetzt nehme ich die Kohle und dann einen Schritt, damit er da draus reißt. Jetzt geht doch. Jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, Greifeisenbank. Nichts wie raus hier. Ja. Oha! Himmel, sie sind überall! Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt! Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie! Nein, nicht da rein! Da geht der Waffelstand! Komm, Rufus! Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los! Jetzt stecken wir fest, oder was? Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Da kommen wir im Leben nicht ran. Oh oh. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Komm schon. Reinschieben. So, ich will das Fach. Also 1, 2, 3. Du schaffst das! 4 und 5 haben wir. Das wird aber jetzt nicht die Reihenfolge sein, oder? Sie sind schon im Koi-Aquarium! Oh nein, das ist so ein Kackrätsel. Die schönen Marmor!
sind schon im Koi-Aquarium. Gut machst du das. Sind jetzt alle drin, ne? Ich muss sie noch mehr reinschieben? Gut machst du das. Deine Mutter. Oh, nee. Wir haben keine Zeit. Ja, schön, dass ihr keine Zeit habt. Sushi-Fontäne entdeckt. Wir glauben an dich. So, noch mehr reinschieben. Also das Muster habe ich mir nicht gemerkt, weil ich eine hohle Fritte bin. Da endlich schön Marmorfresk. Da, ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Ich kann das nicht lesen. Alpha Gamma Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma Beta, Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein! Ich kann auch gerade nichts machen. Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh oh. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Okay. Hey, wer ist Zimmer, Sir? Ein Klon? Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Ja, dann nehmen wir den Helm. Das war ja jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, unsere Version. Kann ich den Helm und dann mit dem Terminal? Helm! Interface erkannt. System verbunden. Willkommen, Herr Oberkontrollrat! Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Ja, schön, aber ich möchte gerne mit Go reden. Wenn Sie die Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Weiter. Aha! Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrat. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich so viele Verdorsreise, weil ohne dich alles doof ist. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Immer mit dem schlimmsten Ton. Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Okay, Bums. Code eingeben. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp, das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay. Das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, okay. Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Ups. Klytis? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr.
Es gibt Leben auf Deponia. Womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Cockblock Mechronicle. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Ja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Bis der Tag sich wiederholt. Überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Ja, und das werden wir jetzt nicht mehr in diesem Part besprechen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch Spaß. Und hey.